1:2 das Derby verloren. Man hatte sehr viel Ballkontrolle, sehr viel Kontrolle über das Spiel, aber man kam nicht zu Chancen. Ist das richtig, dass ich das so gesehen habe? Komplett richtig. Ich glaube, wir hatten über das ganze Spiel gesehen, ich glaube 70-80% Ballbesitz. Aber Ballbesitz ist nicht alles. Ich bin anderer Meinung wie andere Trainer, dass man mit Ballbesitz viel erreichen kann. Fakt ist, wenn man viel Ballbesitz hat, aber keine zwingende Torschance kreiert, dann bringt der ganze Ballbesitz nichts. Na klar, ich bin auch einer, der gerne viel Ballbesitz hat, damit man das Spiel kontrollieren kann. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, eine Torschance zu kreieren. Fakt ist auch, dass Spartanspor das richtig gut gemacht hat da hinten drin. Die haben das gut zugestellt, die haben Julian Buchardi aus dem Spiel genommen. Das war das, was ich in der Kabine gesagt habe, dass wir auch miteinander sprechen, auch die Torjägerliste gucken die letzten Wochen, und Fakt ist, dass Julian halt in den letzten zwei Spielen 6 Tore gemacht hat. Die haben ihn zugestellt und damit hatten wir heute natürlich übertrieben gesehen ohne Stürmer gespielt. Trotzdem hatten wir genug Möglichkeiten dieses Spiel. Wir haben ab der 40. Minute in Überzahl gespielt und haben es einfach nicht geschafft, gegen 10 Mann ein Tor zu schießen. Und das ist, oder ein Tor haben wir ja gemacht nachher, aber habe ich kein Verständnis für. Das frühe Tor von Wattern, war das kontraproduktiv für das Spiel selber? Ja, das war für Wattern ist das richtig gut gelaufen. Ne? Die machen aus dem Freistoß, der glaube ich auch gar kein Freistoß war, machen die direkt das 1:0. Ich glaube in der dritten Minute, wenn nicht noch früher. Danach, ich glaube gar nichts mehr. Klar, die eine oder andere Chance, ne? Aber so eine richtig hochkarätige Chance war nicht mehr da. Und, wir haben es einfach wirklich nicht geschafft, dieses Spiel zu kontrollieren oder kontrolliert zu Ende zu spielen, dass wir 2 Tore schießen. Also das Foulspiel von Marcel Wilczoch war kein Foulspiel, das war keine rote Karte. Ja. Er springt ganz klar nach, also Foul an ihm, über den Mann drüber, und der trifft ihn. Und das hat der Schiri aus seiner Position nicht sehen können. Ich weiß auch nicht, was er dann gesehen hat, aber die rote Karte überzogen. Bricht das natürlich dann das Spiel dann richtig weg, oder hat man das da trotzdem noch gut gemacht? Ich meine, es war jetzt kurz vor Ende. Es war kurz vor Ende, glaube ich, war 80., 85. Oder was es war. Klar bricht ihr das nochmal weg. Ne? Ich habe die Zähne jetzt gerade auch noch nicht gesehen. Fakt ist, der Spieler kam auch zu mir und sagte, ich habe nichts gemacht, ich bin drüber gesprungen. Ja, das ist nun mal Fußball. Ne? Das ist die Tatsachenentscheidung, wofür ich auch stehe. Mhm. Ja, der Schiedsrichter entscheidet das so. Wenn der Schiedsrichter das so gesehen hat, da kann ich mich drüber aufregen, wie ich will. Wenn der Schiedsrichter sagt, das war ein Foul, war es ein Foul. In dem Sinne müssen wir jetzt damit leben. Ich denke, dass das die Hinrunde beendet ist für den Jungen. Mhm. Ja, wir haben jetzt glaube ich noch 6 Spiele oder 5. 4 Wochen wird er gesperrt sein, weil ich glaube nachträglich eingetragen worden ist. Okay. Und dadurch wird das Thema für ihn gegessen. Ja. Achso, schön, warst du schon fertig? Wieder auf Disziplin nochmal zurückzukommen. Ja. Die gelb-rote Karte für. Da muss er sich, glaube ich, ein bisschen beruhigen und dann weggehen, passiert das nicht. Ja. Genau. Dann müssen wir, das ist so wie letzte Woche, ne? Das wird ein hektisches Spiel. Aber da muss man halt einfach schlucken. Im Fußball ist halt nun mal auch die Mundpropaganda ziemlich groß, ne? Dass man sich gegenseitig beleidigt oder sonst was. Ne? Das gehört leider, zu Gottes Willen, ist das beim Fußball gang und gäbe. Da muss man dann auch wirklich ruhig bleiben. Ne? Und wenn man dann aber so eine dumme gelbe Karte, ne, die dann zur gelb-roten führt, muss dann natürlich, die zahlt glaube ich mehr weh als die Quelle. Ja. Ganz die Knarrrote. Also hat Wattern-Sport super gemacht, haben wir meist konsterniert. Woran muss man arbeiten nach dem Spiel? Was das ganze Spiel? Ich habe den Jungs zu Dienstag Trainings freigegeben. Okay. Ja, die sollen sich Gedanken dazu machen, ob wirklich jeder hier und heute 100% Leistung gegeben hat. Aber weil ich glaube, dass wir heute 3 bis 4 Leute hatten, die nicht 100% Leistung gebracht haben. Nach dem Spiel haben wir uns in der Kabine getroffen, habe den Jungs das auch so mitgeteilt. Und dann muss man sehen, was am Donnerstag ist. Wir wollen uns am Donnerstag nochmal zusammensetzen, weil mir hat die Einstellung heute nicht gepasst. Ja, das habe ich auch vor dem Spiel gesagt, dass wir mit der richtigen Einstellung hin müssen. Ja, und nicht wieder wie gegen Platteheide, wie gegen Simmern. Ja, da kommt einer von unten, wir haben 2 Siege in der Tasche. Ja. Wir gehen das ganze Larifari an und genau das ist heute wieder passiert. Und da müssen wir heute oder nächste Woche drüber sprechen, dass das so, gerade gegen die Mannschaften, die unten stehen, das heißt ja nicht, weil die unten stehen, sind die schlecht. Richtig. Ja, sondern die stehen unten, weil die eventuell schon die Gegner, die wir jetzt noch haben, schon hatten. Ja, ja. Und da müssen wir hinkommen, dass wir sagen, wir müssen jeden Gegner ernst nehmen. Spiegelt das vielleicht auch das Training, was du gesagt hast, wo ihr vielleicht nicht da wart? Ich gehe stark, ich denke. Ja, das auch, ich habe auch gerade gesagt, ich sage klar, es ist schwer, wenn man die Woche nicht ordentlich trainiert, nicht die Intensität da reinkriegt, wenn kein Trainer da ist. Natürlich ist das kontraproduktiv, nur arbeitstechnisch war es letzte Woche einfach nicht möglich, okay. Ja, dass wir da Bernd oder ich am Rand stehen konnten oder beziehungsweise am Trainingsplatz. Das merkt man. Okay.
Daniel, trotzdem danke. Ja. Jetzt ist erstmal Spielpause, glaube ich. Wir spielen gegen Olympus. Okay. Und dann am 10. sind wir wieder hier zum Hallenspiel, genau. Olympus wird schwer genug. Ja, also der Trainer war gerade schon hier. Die haben sich mal angeguckt, wie ihr spielt und wie Wattans vor spielen, weil die spielen gerade nacheinander. Genau. Er wollte sich das mal angucken. Ja. Ja. Vielleicht auch positiv die Unterschätzung vielleicht. Vielleicht hat er auch die erste Halbzeit. Der erste Halbzeit war ja so nicht schlecht, fand ich jetzt so persönlich. Also ich fand jetzt nicht, dass das. Es war einfach nur die Chancen, die man nicht genommen hat. Die Chancen nicht, genau. Das war das Problem. Und, wir haben nachher komplett umgestellt auf volle Offensive und wir haben es einfach nicht geschafft, das Ding über die Linie zu holen. Gut. Alles klar. Trotzdem, danke schön. Bis in zwei Wochen. Ja.